Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind hier in der Nähe des Übergangs zum Territorium des Ödlands. Wir haben einen Wolf geschossen, aber da wir nicht wirklich Nahrungsmangel oder ähnliches haben, lassen wir es dabei. Also ich werde den jetzt nicht ausnehmen, sondern will auf dem schnellsten Wege zurück zum Trapper, sprich zum alten Pelzjäger, und da führt mich der Weg eben durch das Ödland. Ich glaube, wir werden da nicht große Schwierigkeiten haben. Hier gibt's das. Und ich könnte allerdings etwas trinken. Und etwas essen. Okay, das war das Jagdmesser. Na gut, da werden wir Ersatz finden. Ich glaube, in diesem Spiel gibt's so viel Zeug. Das wird uns nicht allzu lange aufhalten. Dann haben wir hier den Übergang. So ein Tunnel. Damit kommen wir zur Region des Ödlands. Und dieses Ödland müssen wir einmal komplett durchqueren. Das Ödland selbst ist schon auch eine spannende Gegend. Also da kann man noch einiges entdecken. Es gibt dort eine Schmiede. Und dort könnte man sich beispielsweise ein Messer schmieden. Man kann sich Pfeilspitzen schmieden. Alles sehr spannend, sehr gut. Aber man hat dort auch mit den Gefahren zu kämpfen, dass es einerseits eine Menge aggressiver Wölfe gibt, andererseits wechselt das Wetter hier ständig und es bedeutet auch, dass es Blizzards gibt. Und man findet eben hier wenig Schutz, wenig Deckung. Ein zusätzlicher Punkt ist, dass man hier schnell einbricht, wo ich das gerade sage. Vorsicht beim Überqueren des der Eisfläche. Ah ja, zweimal Holz nehmen wir mit. Ja, ich weiß, du trägst sehr, sehr schwer. Hier gibt es Metall, lassen wir mal liegen. Der Metallschrott kann eingeschmolzen werden, daraus können wir dann Pfeilspitzen. Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. Also, das ist das, was ich auf keinen Fall, ich will keinesfalls einem Bären in die Arme laufen. Auch mit Gewehr nicht. Da läuft er. Ich hoffe, der kommt nicht zu uns. Oder kommt er? Nee, er läuft von uns weg. However, wir werden die Außenrunde nehmen. Das ist mir nicht ganz so lieb. Es ist ein bisschen weiter und auch gefährlicher, meine ich. Aber ich werde mich da nicht mit dem Bären anlegen. Was haben wir hier? Holz.
Sehr gut. Er spart uns nachher einen Baum zu schlagen. So, dann bitte hier nicht einbrechen. Gehen wir also hier rum. Wie sieht's mit den Temperaturen aus? Naja, leicht fallend. Und wir müssen natürlich auf Wölfe achten. Das Problem mit den Wölfen ist, wenn die in die Nahdistanz kommen, dann kommt man nicht mehr dazu zu schießen. Dann springen die einfach einem ins Gesicht und dann muss man sich mit einem Messer verteidigen. Messer haben wir nicht mehr. Okay, wir hätten jetzt noch ein Hatchet, also ein Beil. Und damit kann man sich natürlich auch vorzüglich verteidigen. Aber grundsätzlich würde ich das gern vermeiden, wenn möglich. Da kommt der nächste Kandidat. Ich werde mal einen Warnschuss abgeben. Mal sehen, ob er sich trollt. Denn den zu treffen, seht ihr, ist ja so gut wie unmöglich. Weiter geht's. Einsamer Bach, okay. Ja, da hinten seht ihr, zieht sich eben die Bahntrasse lang. Im Grunde genommen könnten wir auch versuchen, von hier wieder auf die Bahntrasse raufzukommen. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Gedanke. Denn da ist man erheblich schneller unterwegs. Problem könnte höchstens sein, ich misstraue diesen Eisflächen. Ich bin hier schon bei diversen Versuchen eingebrochen und das ist eine brutale Kiste. Da kann man sehr, sehr schnell unterkühlen. Upp. Wo ist er? Ah ja, da ist er. Okay, der lässt sich dadurch nicht abwehren. Okay. Heißt für mich, dass die Jungs sich nicht in jedem Fall ablenken lassen. Okay, hat sie ihn aber erwischt. Was ist mit meinem Gewehr? Kann ich benutzen. Ich weiß nicht, was die treibt. Sie haben doch hier ihre Rehkadaver oder Hirschkadaver vielmehr, die hier liegen. Das könnte problematisch werden. Wir sind überladen und das sieht mir nicht danach aus, als ob man hier rüberkommt. Okay. Na, jetzt sind wir wieder so zurück, dass wir schon fast wieder an der Stelle sind, wo wir den Bären gesehen haben. Okay, Planänderung. Wir versuchen es wirklich
außen herum. Ja. Du könntest ein kleines Feuerchen in der Tat vertragen. Dann machen wir das doch. Ja, das ist das, was ich bei dem Survival-Mode hier so sehr liebe. Also weitaus mehr wird das, kommt das eben zu tragen im Survival-Mode als in diesem Story-Mode, dass man Pläne macht und sie aber auch immer wieder ändern können muss. Dass man halt nicht sagt, ich bleibe jetzt auf jeden Fall da. Da oben gibt es den, ich glaube, das ist ein Kurzwellenturm. Da gibt es auch oft gutes Loot. Da kann man tolle Dinge looten, aber wir haben jetzt einen Auftrag und wir können ja so schon kaum noch schleppen. Also denke ich, wir sollten uns ein Feuer machen, kurz aufwärmen. Frage ist nur wo. Und dann weiterziehen. Sagt die Tageszeit. Also es ist noch Vormittag. Gibt für uns also kein Zeitproblem. Da knurrt der Magen. Unterkühlungsrisiko, okay. Dann vielleicht da oben. Die, if I don't warm up soon. Ist das hier schon ausreichend? Ja, ich suche deshalb nach einer windgeschützten Stelle, weil es bringt nichts, ein Feuer zu machen, was mir dann nach 20 Minuten wieder ausgeht. Aber das sieht doch vielversprechend aus. Hier sollte sich doch eine windgeschützte Stelle finden lassen. Wie sieht's denn hier aus? Ah! Sogar eine Höhle. Besser geht's ja gar nicht. Dann hinein in die gute Stube und... anmachen das Ding. Ja, eine Stunde reicht, glaube ich, auch. Ja, wir können ja sagen, zwei Stunden ist ja nicht rumgeizen. Damit sind wir ein bisschen aufgewärmt. Ein bisschen erholt. Kohle nehme ich mal mit. Und weiter geht's. Ah, es sieht aus, als ob es frisch wird. Nehme ich hin. Noch sind wir ja im windgeschützten Bereich. Aus. Und weiter. Ja.
Ich meine, von hier ist es nicht mehr weit. Ja, und wie geht's dann weiter? Dann wird es so laufen, so stelle ich es mir vor, dass wir vom Trapper weitere Informationen erhalten und eben ihn versorgen, wahrscheinlich mit Lebensmitteln und vorsichtig Pelzen möglicherweise. Achtung, Wolf. Und im Gegenzug wird er uns bestimmte Crafting-Methoden zeigen. So stelle ich mir die Geschichte gerade vor. Ich meine, viel gibt es ja nicht mehr. Ich glaube noch diese Lederstiefel und was war da noch? Die Lederhose, diese Rehlederhose. Müssen wir doch langsam mal rum sein. Nochmal so eine Einwuchtung. Dumm ist, dass man nichts sehen kann da draußen. Ich hoffe, wir laufen nicht im Kreis. Aha, dort ist der Schienenstrang. Ich glaube, hier sind wir dann gleich dort, wo wir hin wollten. Könnten wir was trinken. Und auch essen. Hier nochmal Obacht. Treiben sich manchmal Wölfe rum. Aber hier scheint jetzt die Luft rein. Okay. Tja, und von hier ist es nicht mehr weit. Das heißt, wir haben es in absehbarer Zeit geschafft. Und dann hoffe ich auf eine schöne Cutscene, wo uns der Pelzjäger sagen wird, wie gut wir sind. Wir haben das Gewehr repariert. Wobei, was mich halt immer noch so ein bisschen irritiert ist, diese Aktion hat man eigentlich überhaupt nicht gesehen. Wir haben die Einzelteile nicht gesehen von dem Gewehr und wir haben es danach nicht gehabt in der Hand. Also
Wie das jetzt funktioniert, ist noch ein bisschen schleierhaft. Schauen wir mal, wie sich die ganze Sache auflöst. Denn es gab ja definitiv... Will ich noch einen Kaffee trinken? Es gab ja einen Haken zum Thema... Aufgabe gelöst. Es kann halt so sein, dass die Idee dabei ist, dass wir das Gewehr grundsätzlich nicht benutzen dürfen, weil es eben von Jeremiah ist und wir sozusagen darüber in unserem Inventar gar nicht verfügen können. So könnte ich mir das jetzt erklären. Ansonsten, ja, auch als wir aufgebrochen sind aus der Hütte, lag das Gewehr nirgends im Raum rum. Also man hätte es sich nicht greifen können. Ich habe mich ja nochmal umgeschaut. Das scheint also schon so okay zu sein. Weiter, weiter. Kleiner Sprint. Okay, so und dann sind wir schon fast da. Dann gehen wir mal hier lang. Da ist die Hütte und wir haben fast unsere Quest gelöst. Wir müssen natürlich, so wie es bei Quests üblich ist, noch liefern und das tun wir jetzt. Ja, den hast du gleich gefunden. So, mal schauen, ob es eine Cutscene gibt. Well, you look like hell, Mackenzie. Aha. Thanks. Zwei Gewehre in der Hand. I love what you've done with the place. Ha! I see you're an interior design critic now. You fixed my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn, not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam, but survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Smartass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population one. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Okay, gucken wir mal gleich mal. Survival Lessons. Lass uns ein wenig über Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche willst du dir aneignen? Jagen, Angeln. Mhm. Was kannst du mir über das Jagen beibringen? Der Trick ist, dein Ziel ins Visier zu nehmen, ihm so nah wie möglich zu kommen, zu schießen und nicht zu verfehlen. Mhm. Das ist alles.
So ziemlich. Nur ein paar Jahre Übung und du wirst den Bogen raus haben. Ich habe aber keine paar Jahre. Ein paar Hügel von hier gibt es eine Lichtung. Ich werde sie dir auf der Karte markieren. Im Winter findet man dort eigentlich immer eine Herde Rehe. Erschieß eins davon und bring mir das Fleisch. Dann wissen wir beide, dass du dich in der Wildnis ernähren kannst. Okay. Vergiss nicht, wenn du eins triffst, aber nicht tötest, musst du ihm folgen, bis es umfällt. Halte nach Blut im Schnee Ausschau und folge seiner Fährte. Irgendwann fällt es um und dann bekommen wir was zu beißen. Viel Glück. Bist du bereit? Yes. Ja, ich werde es versuchen. Dann viel Glück. Komm zurück, wenn du eines in der Tasche hast. Alles klar. Das ist also unsere Mission. Kann man hier oben auch nochmal anschauen. Überlebenstraining. Suche die Jagdgründe, die Jeremiah erwähnt hat. Lege das zerlegte Rehfleisch in den Behälter bei Jeremiahs Hütte. Das kommt uns bekannt vor. So lief es ja auch schon im ersten Teil einer Episode bei der Grauen Mutter. Okay. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt an den Daumen hoch und das Abo. Denkt auch an das Forum von Dalloride. Den Link findet ihr unter diesem Video. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, bye bye.